Spital an Folter muss offen bleiben. Mein Mann, 87-jährig, ich 76-jährig, wir wohnen seit 52 Jahren im Kronauer Amt. Wir haben x-mal Spital gebraucht für Notfälle. Das letzte Mal vor 2 Monaten. Mein Mann hat Lungenentzündung gehabt, ist auf die Akutgeriatrie gekommen und hat sich den Lier gebrochen. Und es ist einfach persönlich, sie ist lieb da, sie ist professionell. Mein Mann ist jetzt daheim. Mit 87 noch mal eine Chance und das Spital hat ihm geholfen. Das Spital muss offen bleiben für die Sicherheit.